Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, gestern die Folge, die war ja richtig lustig mit dem Geoboard. Und wie gut, dass es heute regnet, denn dieser, ja, Drache da oben, dieser Dämonendrache, kehrt wohl nur zu seinem Nest zurück, wenn es regnet. Wir waren ja schon einmal hier oben, damit mäßigem Erfolg, aber jetzt trätscht es ja richtig, wie man hier sagt bei uns. Und ja, der Drache ist jetzt da. Aber hier ist noch ein Gespräch. Ich weiß es nicht, ob das daher kommt, dass ich eben eine Expedition abgeschlossen habe und Level 10 erreicht habe in den Expeditionen. Oder woher das kommt, aber wir hören es uns auf jeden Fall noch kurz an, bevor wir weitergehen. The exploration of the outer seas is going super well. Yeah, it's all thanks to you guys chipping in. Oh, we haven't done all that much. Well, don't rest on your laurels just yet. Worse things happen at sea, you know. The scouting ship could always get eaten by some giant tentacled horror from the deeps. Danger's a part of the job. Besides, Eifried's pirates are all about venturing into the unknown. I wonder what's still hidden out there for us to find. Terror Island, for one thing. According to ancient legends, it's an island that moves across the outer seas like a ship. Really? I've never heard of an island like that. Nobody knows if it's real or not, which is exactly why we have to try and find it ourselves. Awesome! I can't wait to get to the bottom of this! Don't get too excited just yet, kiddo. It's good to have enthusiasm and all, but I bet this place is called Terror Island for a reason. I'm not too worried. Like Aizen said, challenging the unknown is what Eifried's pirates do, no matter what the risk. Looks like you've caught the bug too. Ha, looks like it. Eine Insel, die sich selber bewegt, das kenne ich nur aus Oiski Poiski mit Diamantina, der schwimmenden Insel. So, schauen wir doch mal. Wow. Wo ist der Kopf? Ah. Looks so deadly. And just check out how much malevolence it's putting out. Which means it's not a Therian. Let's retreat. We've got no reason to pick a fight with something we can't handle. I do. Oh, you're up for it? What? What are you doing? She's right. Fighting this creature is a good way to end up dead. Sorry. Well, no turning back now. Ja, und da Eleanor jetzt so rumgeschrien hat, hat er uns jetzt bemerkt und wir sind gezwungen zu kämpfen. Ach Mensch, aber ich wüsste... Ja, ich frag mich... Ich frag mich, warum Aizen unbedingt gegen ihn kämpfen wollte. Naja, das werden wir bestimmt nach dem Kampf noch erfahren. Bislang ist ja eigentlich nichts offen geblieben. Oh, du meine Güte. Was hält der denn bitte aus? Ach, du Schande. Oh, heil mich bitte. Lafisette. Lafisette. Nein, Lafisette ist tot. Oh, du meine Güte. Können wir nicht abhauen? Nein, können wir nicht. Wie genau hatte Aizen geplant, den umzuhauen? Das will mir gerade nicht so ganz in den Kopf, weil der ist ja nun doch so minimal stark ist er ja schon. Schaut euch mal an, wie wenig Schaden der bislang genommen hat. Das ist ja richtig krank. Können wir nicht? Nee, wir können nur zurück zum Spiel. Ansonsten hätte ich nämlich den Speicherstand einfach mal neu laden können, hätten wir direkt nochmal neu anfangen können. Alter, ist der krass drauf.
Hold up! Forget the pain and move! Yep. This one definitely puts up a better fight than your average demon. Is there any hope of actually defeating this thing? I'll do whatever it takes. That's my way. Zavine! Yeah. I see you're out for blood, as usual. You knew, didn't you, Aizen? Out of my way. What? Are you protecting the dragon? She's not a dragon! Huh? Back off, or I'll make you back off. Got away. That hurts, babe. And here we hadn't seen each other in so long. Hold it. Is that dragon someone you knew? I told you, she's not a dragon. Check out my pecs and the dragon have some kind of close ties. Did I hear you right? We're talking about a dragon here. I know what I said. But how could that be? When Malakim are tainted by malevolence, a dragon is what ultimately results. So you're saying that dragon was a Malak Zavid once knew? She must be who he was praying for back in town. Yeah, most likely. But do Malakim put out malevolence like humans do? No. Not by themselves, they don't. But if one remains in contact with humans or demons who do, it will eventually taint her, and she will become a dragon. What about you, kiddo? You feel anything weird after you got thrown into the Earth Pulse at the Empyrean's throne? I did, yeah. Can't say I'm surprised. The air there was thick with malevolence being sent on its way to Enominat. If I'd stayed there, I might be a dragon, too. Is having a vessel not enough to prevent a Malak from transforming? A vessel can reduce the effect, but not eliminate it. By stripping their Malakim of consciousness, the Abbey Exorcists seem to be able to inhibit the transformation. But nothing in this world is guaranteed. Can a dragon ever be changed back into a Malak? Nope. Just like with demons, there's no going back. Do they still hold on to some part of who they were? You saw that dragon. What do you think? Well, that's... But Zavid still won't kill it. Must be his creed at work. Aizen, listen. Whatever business you and Zavid have with that dragon, I don't care. Do what you have to. But I won't tolerate you getting the rest of us involved in it again. Do I make myself clear? You've got it. Good. Now, let's get back to the Therian hunt. We'll regroup in Titania. If what Aizen said is true, then could I wind up as a dragon someday? Or Aizen too? I don't know. Okay, das heißt, Menschen werden quasi zum Dämonen, wenn sie von ihrer Bosheit übermannt werden, und Malaks werden nicht zum Dämonen, sondern zum Drachen. Okay. Ja, dann mal zurück zur Dingsbums. Ich komme gerade nicht drauf. Kehre zurück, genau, zur Gefängnisinsel. Titania. Oder Titania. Titania klingt, auf Englisch klingt's cooler. Ach, warte mal, wir können ja, stimmt, wir können ja hovern. Oder Geon.
Mit unserem coolen Geoboard. So, ja, wir sind verflixt schnell damit. Huch. Die vier habe ich gar nicht gesehen. Das muss an unserer unglaublichen Geschwindigkeit gelegen haben, dass ich sie nicht wahrgenommen habe. Könnte bitte jemand mal... Danke. Velvet heilen. Nicht, dass sie gleich wieder am Dreck schnüffelt. Das muss nicht sein. So. Die Fee sind wie los. Die hat jetzt ein Problem mit uns. So. Bam. Ach, es wäre so schön, wenn... Ach, wer ist noch der Meinung, dass Velvet und Rokuro total gut zusammenpassen würden? Das Dämonenpärchen. Ach, das wäre doch so knuffig. Das wäre doch so, so knuffig. Your style is really unique. Just wait until I pull out the good stuff. Oder? Die beiden würden doch voll gut zusammenpassen. Das sind beides Dämonen, beide schwarze Haare, beide gelbe Augen. Ich würde die ultra putzig zusammenfinden. So, wie kommen wir denn jetzt hier nochmal zurück? Ach, Manno, ich krieg die ganzen Katzgeister hier einfach nicht. Ich hab's wirklich noch nicht so mit dem Lenken. Aber ist schon nice, wie halt einfach kein Gegner mehr hinter uns herkommt, wenn wir mit dem Ding unterwegs sind. Ja, einen habe ich schon wieder verpasst. Ja, ich habe beide verpasst. Ach, komm schon. Die habe ich bekommen, weil ich dagegen gerattert bin. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich runter. Hast eh keine Chance, hinterherzukommen, kleine Biene, Wespe, was auch immer du bist. So. Gut. Das müssen wir doch ausnutzen, das können wir nicht mehr lange. Aber jetzt können wir es nämlich schon nicht mehr dann. Vermute ich. Ne, genau. Ab hier können wir es nicht mehr. Wir brauchen ja diese Geobäume. Dabei könnten wir hier wahrscheinlich die Gegner sogar plattfahren, weil die ja hier wirklich nicht stark sind. So. Aber es wundert mich gerade, wie viel der aushält. Weil eigentlich sind ja hier die Gegner deutlich schwächer. Hier in dem Gebiet waren wir ja von Äonen, von Jahren mal. Okay, das ist ganz leicht übertrieben. Bams. Das ist voll cool. Es gibt jetzt so eine Velvet Crow Figur. Richtig, richtig nice. Sie ist einfach mal 20 cm groß. Man kann in linken Arm austauschen, entweder gegen diesen Verband, den sie drum hat, oder eben gegen diese Dämonenkralle, nenne ich es jetzt mal, diese Dämonenklaue. Es ist einfach nur so awesome, weil das Teil kostet 130 Euro. Es ist einfach, ich finde, für die Größe von wirklich 20 cm und wie gut die gearbeitet ist, finde ich den Preis noch gerechtfertigt. Wirklich gut hergestellte Figuren, die kosten halt wirklich viel. Diejenigen, die sich damit ein bisschen auskennen, die wissen, was ich meine. Aber das ist halt für mich leider trotzdem momentan zu viel. Muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht mal irgendwie wann anders noch bekomme, weil die ist so nice. Ich habe das halt gestern echt gesehen und dachte mir so, awesome. Oh, 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 oh. Hier, ich muss ihn irgendwie betäuben. Ich brauche wieder SG zurück. Fliegt er jetzt hoch? So. Ha! Fee und Velvet haben ein Level Up. Ich muss mich jetzt erstmal dran erinnern. Höllenklaue. Nur verfügbar, wenn Therionisiert. Zur Aktivierung nach dem zweiten Treffer einer Combo-App. Warum erklärt er uns das? Das weiß ich doch schon seit ganz am Anfang. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Wieso? Weshalb? Warum? Werden wir bestimmt gleich erfahren. Oh Gott, schon wieder 86% der Festplatte voll.
krass. Oh, nicht der schon wieder. Turtles, hallo. Turtles, Turtles, keep in tight circles. Oh, perfect timing, Aizen. I's got a letter for you. A letter? Did you get a reply to that letter you sent? What's it say? What's it say? I know everything that you've done. Repent for your horrendous deeds, you monster. What did you do, Aizen? No idea. There's no sender written on here either. Who would write something so awful? Who cares? If I gave a damn about other people's feelings, I wouldn't be a pirate. I suppose that's true. Forget about it. What's the status of the other stuff? The Palmier made it just fine. But we've run into some troubles finding the Nordals. My deepest apologies. What are Nordals? Nordals used to be given out by Empyrean temples. If you collect a set of four, you'd find happiness. Oh, so they said. Nowadays, there's only four left. Red, blue, green, and black. Even worse, nobody hardly knows nothing about them. Dolls of the Empyreans? Do you think they're like that one we saw of Ominoch in that shop in Isolde? Kind of. But these are less gloomy looking and more, how can I describe it? Something like a quiet radiance? A quiet radiance? That's perfect! I think I get it. I'd never have pegged you as a collector of religious claptrap, Aizen. Think they'll help keep the Reaper away? Probably not. But in the off chance they actually work, they'll keep her safe. Hey, that letter Aizen sent off earlier was addressed to a woman, wasn't it? Our little Lafayette is growing up. No, I wasn't implying she was his girlfriend. Her writing just seemed more mature, and... It's nothing like that. She's my younger sister. I didn't know you had a sister. She's the only family I have left. She and I live apart for various reasons. I'm guessing your death curse is one of them, huh? Mogilu! So that's why. I'd be happy to help you look for those dolls, Aizen. Are you sure? Yeah. Okay, then. Thanks. Ah, Katzen oder Hunde? Das ist eine gute Frage. Katzen und Hunde, Menschen, ja, da prallen ja meistens zwei Welten aufeinander. Wie das jetzt aber im Zusammenhang mit unserer verrückten Truppe hier steht, das, ihr Lieben, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Damit wissen wir auch, an wen der geheimnisvolle Brief von Aizen ging. Ich hatte ja schon so eine Vermutung, dass es eine Schwester sein könnte und keine Freundin. Irgendwie passt es tatsächlich besser zu Aizen. Ich weiß nicht warum. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute war es das erstmal wieder mit Tales of Berseria. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss!